and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Gamescom TV Folge 2. Wir sind endlich vereint. Yay! Oh Gott. Und der Hardy ist hier bei mir. Wo sind wir denn hier überhaupt? Auf der Gamescom Preview Picker hier in Berlin, ja, in der britischen Botschaft. Ich bin noch nie in der Botschaft gewesen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber da unten hängt ein schönes Bild von der Queen. Oh ja, direkt beim Reingehen. Ne? Aber hier gibt es nicht nur Fotos von der Queen, sondern hier gibt es auch viele Highlights, die wir auf der Gamescom 2015 auch nochmal sehen werden. Aber wir können schon mal einen Blick drauf werfen. Freust du dich schon drauf? Ich freue mich mega drauf. Und weißt du, was ich mich auch frage? Haben die dieses wunderschöne violette Rondell hier extra dafür aufgebaut oder steht das immer hier? Das weiß ich nicht. Wir werden es jetzt herausfinden, indem wir reingehen. Auf geht's! Freunde des Gamix da draußen, vor den heimischen Bildschirmen. Ich stehe hier gerade neben dem zuckersüßen Pete. Ja? Hallo. Und er spielt gerade Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und Peter, sieht fucking awesome aus, oder? In der Tat, wir spielen es auf der PlayStation 4 gerade und trotzdem sieht es richtig geil aus. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, ob es tatsächlich ein Spiel schaffen könnte, die grafische Qualität eines Witcher 3 zu erreichen. Und ich finde, das Spiel macht es bis jetzt ganz gut, ne? In der Tat, jetzt ist gerade Nacht geworden und jetzt gucken wir mal, ob der mich sieht. Sorry. Peter klettert gerade eine Leiter hoch, ja, und hat einen da runtergeholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch positiv überrascht von der Grafik des Games. Ich finde, es sieht echt super aus, auch dafür, dass es auf der Konsole läuft. Es ist auch mega sneaky-beaky. Das Gameplay ist halt im Vergleich zu den anderen Metal Gears, wo halt primär die Story das Geile war und der Gameplay-Faktor, naja, okay, ist das Gameplay hier halt das, was eigentlich richtig, richtig geil ist, weil von der Story weiß ich noch nicht so viel. Nee, das können wir jetzt sicherlich auch in dem kurzen Abschnitt, den wir hier spielen, nicht rausfinden. Wir haben ein Snipergewehr auf dem Rücken, als auch ein Sturmgewehr. Also man kann es auf zwei Arten machen. Peter spielt gerade den Sneaky-Weg und ich muss selber sagen, ich bin wirklich spitz wie Nachbars Lumpi auf das Spiel. Also ich habe die vorigen Teile alle gespielt, du natürlich auch. Selbstverständlich. Heißt also, wir sind storymäßig absolut auf dem Kurs und wir looken einfach mal mega forward auf das Game. Aber ein bisschen denglisch zu droppen hier. ich weiß gar nicht, wann soll es soweit sein, Peter? 1. September. 1. September ist es soweit. Ja, wir freuen uns mega drauf. Ich gucke Peter jetzt noch mal ein bisschen über die Schulter, was das hier angeht und guck mal, wie er sich schlägt. Und dann gucken wir natürlich gerne mal weiter, was es hier sonst noch zu sehen gibt. Next Game, liebe Leute, Super Mario Maker. Wir sehen schon, Peter hat schon wieder fast seine Zunge draußen, weil er so mega konzentriert ist. Super Mario Maker angekündigt als extrem kreatives Pendant zu den normalen Super Mario Spielen, wo wir einfach Level für Level eine Welt durchspielen. In Super Mario Maker können wir unsere eigenen Welten erstellen, unsere eigenen, ja ich sag mal, kleinen Contests sogar erstellen mit diesen Modulen, die wir hier zur Verfügung haben. Und du bist gerade dabei zu zocken. Die brechen auch komplett mit Konventionen. Also du hast hier mehrere Marios zur Auswahl, Welten, die du nehmen kannst. Du hast verschiedene Objekte zur Auswahl, die dann immer mit switchen. Aber du kannst auch Gegner kombinieren, die so normalerweise so nie vorkommen würden. Also es ist verrückt. Es ist awesome. Das hat man gerade schon gesehen. Ich habe Peter gerade schon ein bisschen beim Zocken zugeschaut und es haben sich tatsächlich sehr, sehr witzige Momente ergeben, sage ich mal. Einfach, was ich persönlich das Tolle an diesem Spiel finde, ist, dass ihr eben komplett eure eigenen Welten erstellen könnt. Ihr könnt tatsächlich, wenn das Spiel draußen ist, auch übers Internet euch Level runterladen von Leuten aus der ganzen Welt. Verschiedene Schwierigkeitsgrade, da werden wahrscheinlich Level dabei sein, die unfassbar grausam sind. Und ich glaube, das wird einfach megamäßig witzig. Ja? Peter, was sagst du bis jetzt zu dem Spiel? Das hat sehr viel Potenzial. Ich glaube, das wird sehr groß. Also ich muss selber sagen, ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, okay, kannst deine eigenen Welten machen, super, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich einfach nur totally awesome. Ja. So, Peter, ich lasse dich jetzt noch mal ein bisschen zocken. Viel Spaß, ja, und wir gehen weiter. Hardy weilt leider nicht mehr unter uns. Denn er ist in einer virtuellen Realität gefangen. Hardy, hörst du mich? Ja, Hardy? Ich höre dich. Siehst du das? Ja, dich sehe ich nicht, aber ich sehe... Also mich siehst du nicht? Nein, dich sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Au! Du kannst dich nicht wehren. Was machst du hier gerade? Boah, also ich bin gerade mit so Ziplines eine Felswand hochgefahren, sage ich jetzt mal. Und zwischendurch sind immer so Flugsaurier, haben sich abge... sind auf jeden Fall losgeflogen. Das sieht so unfassbar
genial aus einfach nur. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich habe sowas leider auch noch nie aufgehabt. Hadi hat da eine Oculus Rift auf und hat gerade eine Demo von der CryEngine bekommen für Virtual Reality extra. Hat sich denn jetzt geflasht? Also ich muss sagen, dafür, dass ich das erste Mal jetzt auf hatte, ich fand es mega geil. Also es ist richtig, richtig fett. Also es hat mich mega geflasht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ich merke das schon. Du stammelst hier durch die Gegend, das kann sich ja keiner antun. Auf jeden Fall, Hadi ist geflasht. Wir checken weiter Games ab. Hadi, mein Freund, eine der Neuerungen von Guitar Hero ist ja, dass das Live-Publikum nicht mehr animiert ist, sondern jetzt live gefilmt ist, quasi echt. Ja. Hast du dich gefühlt wie auf einer Stage, als du gerade gezockt hast? Ich habe mich ein bisschen wie ein Rockstar gefühlt, auch wenn die Leute mich die ganze Zeit ausgebuht haben. Also das stimmt überhaupt nicht, ich habe doch zugeguckt, die haben dich angefeuert. Ja, zwischendurch haben sie mal ein bisschen solidarisch da irgendwie gesagt, okay, ja, ist ganz gut, aber eigentlich war es größtenteils, dass sie mich ausgebuht haben. Es war ja auch dein erstes Mal Guitar Hero, von daher war es ganz okay, aber das war ganz gut gemacht. So, wenn du scheiße gespielt hast, hat so der Drummer hat dich angeguckt und... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vorher ja wie gesagt nie Guitar Hero gespielt, also ich kenne das mit den farbigen Tasten gar nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt etwas einfacher. Ich muss die gleich auch nochmal in die Hand nehmen. Du kannst gerne gleich auch wie ist das? Spielen. Ach so, dass du hast quasi 6 Tasten. Ja, okay, verstehe. Halt und dann machst du halt ganz normal hier ihn hier, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das Ding nur eine Funktion hat, aber... Oh, es geht schon. Oh, da geht's direkt weiter. Auf jeden Fall, Guitar Hero Live gibt's auch auf der Gamescom. Anno 2205, so schimpft sich unser nächstes Game hier. Peter ist schon fleißig am Daddeln, hat schon die halbe Insel bebaut. Peter, wir sind die beiden absoluten Strategiespielprofis hier, muss man mal ganz ehrlich sagen, total. Ich selber als Danebensitzender kann auf jeden Fall schon mal sagen, Grafik sieht sehr, sehr hübsch aus. Peter, was sagst du bis jetzt zum Gameplay? Ja, es ist in der Zukunft, das merkt man mit allem, aber es ist immer noch im Herzen ein Anno, das merkt man auch. Man muss Straßen ziehen, man muss Gebäude aufbauen, man muss Mitarbeiter bekommen, man muss Dinge produzieren, um die Menschen, die da wohnen, happy zu machen. Und das ist sogar so hübsch animiert, wenn die happy sind, dann sitzen die da so... Schön. Das sieht aus, als wenn sie die ganze Zeit was kauen würden. Und dann kann man die upgraden und dann wollen die noch mehr Sachen haben und dann muss man das wieder bauen und das ist... Ich könnte hier noch morgen sitzen. Also ein typisches Anno quasi. Ja, aber in neu. In neu. Hast du vorher schon mal Anno gespielt? Ja. Sehr gut. Also so wie ich das sehe, glaube ich eher weniger. Wir haben so ein richtig schönes kleines Ghetto hier zusammengebaut, also Reisfarmer direkt an der Wohnsiedlung. Nein, also wir müssen sagen, bis jetzt macht es Spaß, wir können natürlich noch nicht allzu viel dazu sagen. Bis jetzt macht es auf jeden Fall einen sehr hübschen Eindruck. Wir haben Fun dabei und ich würde mal sagen, wir ziehen uns jetzt gleich erstmal direkt das nächste Game rein, oder? Jawohl, ja! Oh ja! Die letzten Jahre haben klar gezeigt, dass man für großartige Spiele nicht unbedingt auch ein großes Budget braucht. Indie-Games sind krass im Kommen, sind schon in der Mitte angekommen, könnte man schon sagen, sind unfassbar wichtig für den Markt und auch auf der Gamescom wird es sehr viele Indie-Games zu sehen geben. Wie das hier. Hadi, was spielst du denn da? Wir spielen das Spiel Shift Happens. Das ist... Ich verstehe den Wortwitz. Oh, ja, es heißt tatsächlich so, aber Shift deswegen, weil wir spielen so, ich sag mal, Gummimännchen. Okay. Und wir können unsere Gestalt, einer ist etwas korpulenter und der andere etwas kleiner. Und wir können unser Gewicht quasi immer hin und her shiften. Es ist ein Puzzlespiel, ja. Es ist so ein Parcours mit Level mit Rätseln, wo wir immer unser Gewicht verlagern müssen, um eben bestimmte Rätsel zu lösen. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Das ist wichtig. Definitiv. So, und jetzt muss ich dich zurückschiften, jetzt muss ich durchkommen. Ja, genau. Guck mal, ich glaube, wir müssen da hinten, da oben hin. Okay. Ja, da musst du ein bisschen den Block davon da oben holen. Wird es auf der Gamescom denn noch mehr in die Spiele geben? Ja, es wird mehr Indie-Spiele geben. Es wird insgesamt, es wird tatsächlich 42 Indie-Entwickler geben auf unserem Stand. Und ich glaube, es wird sogar noch mehr Spiele geben, weil ein paar Entwickler mehrere Spiele mitbringen. Jetzt hast du mich schon wieder getötet. Viele, viele Spiele, Indie-Spiele, große Spiele, kleine Spiele auf der Gamescom 2015 und wir freuen uns drauf. Sehr
geehrtes Publikum, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zumindest einige der Highlights der Gamescom 2015 schon mal anzocken zu dürfen. Bald geht sie ja schon los und dann dürft ihr auch ran. Ihr wart ein tolles Publikum heute. Hadi, was sagst du dazu? Ich möchte nochmal ganz recht herzlich meiner Mutter heute danken, dass ich das hier alles erleben durfte. Und ich fand, ihr wart ein mega aktives Publikum. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.